Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mafia 3. Euer Transact heißt euch herzlich willkommen zu Mafia 3 bei Trans17 TV. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Oh, hier hätten wir fast noch einen schönen Playboy übersehen. Heute geht's weiter hier. Wir machen hier erstmal, wir lassen hier erstmal die ganzen Damen frei. Ich sag das jetzt mal so. Und nehmen den Club hier unter unsere Fittiche. Wir nehmen das Barrio ein. Da ist noch Geld. Nimm's her, gib's her. So. Hier kann man sich schnell mal verlaufen in der Butze. Mein Gott, ist das riesig. Aber da ist noch jemand, der Stress sucht. Komm, Baby. Dich mache ich jetzt platt. Wo bist du? Jetzt steht er da irgendwo unten. Kann ich da rüber springen? Nee, ich geh mal runter. Da ist noch Kohle. Da. So. Das ist auch erledigt. Mein Herz schlägt wie wild. So, eine Sache müssen wir scheinbar noch erledigen hier. Da ist auch noch Geld. Wow, alles voll Kohle hier. Was ist denn los? Seit wann lässt man denn sein Geld hier überall so liegen? Was haben wir hier? Hier noch irgendwas übersehen? So. Da kann man auch rein. Mein Gott, ist das eine riesige Butze hier. 353. Wo geht das denn hier jetzt lang? Riesenladen. Na, ich muss wohl doch wieder hoch, wie es aussieht. Ich muss oben zu dem Boss muss ich hin. Jetzt wird das aber wieder höher da. Was ist das für ein Quatsch? Da, jetzt wird es weniger. .356. Wo muss man denn hier lang? Das gibt's ja nicht. .49. Jetzt wird's wieder. .54. Da kommen wir nicht durch. Ah, wir haben hier eigentlich soweit schon alles platt gemacht. Wenn ich jetzt wüsste, wo man hier lang muss, das wäre schon sehr hilfreich. Eigentlich habe ich hier schon alles durch. Die Frauen habe ich freigelassen. Auf Toilette muss ich nicht. Das habe ich. Das ist voll. Da komme ich nicht durch. Das auch nichts. Das gibt's ja gar nicht. Hier kann man sich schon verirren in der Butze.
Da komme ich auch nicht durch. Kann man sich den neuen Laden gleich nochmal ein bisschen näher anschauen. Da geht es wieder nach unten. Nach unten muss ich ja auch nicht. Rede mit Donovan. Verbleibender Schade. Verschaden. Oder muss ich hier wieder raus? Ach, ich glaube, ich muss hier wieder raus. Ne? Ich bin, glaube ich, soweit fertig. Ich muss hier erstmal wieder raus. Stimmt, ich dachte, ich muss hier die Mission noch zu Ende machen und den Typen hier erledigen. Nee, ich muss hier also doch wieder raus aus der Butze. Okay. Da komme ich nicht raus. Oh mein Gott, hier kann man sich echt verlaufen. Ich springe hier gleich aus dem Fenster. Das gibt's doch gar nicht. Also was für eine verwinkelte Butze hier. Das ist ja fürchterlich. Da komme ich ja nicht nach unten. Da ist abgesperrt. Da gehe ich mal hier wieder durch. Hier müssten wir eigentlich rauskommen jetzt. Nee, da nicht. Da ist das die Toilette. Hier kommen wir raus. Okay, dann ist das wohl... Muss ich jetzt erst mal wieder mit Donovan reden. Können wir hier ja einfach rausgehen jetzt. So, mal eben schauen, wie weit ist das denn? Ich sollte vielleicht mal die Knarre wegstecken. Macht er so nicht. Gibt das noch? Okay. Sieht das irgendjemand? Dann fahre ich ihn mit der Höhle dahin. Nein. Geh rein da, die Butze. Hier ist ja keiner. So. Schönes neues Auto hier. Wir müssen nämlich, soweit ich weiß, gleich nochmal wiederkommen. Und dann machen wir, meine ich, den... oh, oh, Vorsicht, Polizei. Den Gangster-Boss hier von dem Club machen wir dann platt. Ups. Jetzt müssen wir erstmal nochmal mit Donovan reden und dann müssen wir zum Club zurück. So, mach den Mann nicht ins Hemd. Genau, hier müssen wir wieder rein. Da steht doch noch unsere andere Höhle. So. Okay. Ah, ich finde das Outfit einfach cool von ihm. Das sieht richtig nice aus. Ich habe was für dich. Du bist so viel rumgerannt, dass ich dachte, ich mache dir das Leben ein bisschen leichter. Damit kannst du Verstärkung rufen. Und ich habe dich immer für ein herzloses Arschloch gehalten. Daran scheiden sich die Geister. Übrigens, Miss Lancaster ist schon unterrichtet und kann loslegen. So, jetzt müssen wir wieder Prostitution, kehre zur Stimme zurück. Ja, da einmal mit ihm schnacken und dann geht's wieder zurück. Kann ich nochmal eben einmal kurz pieseln? Nee. Alright. Gibt es hier bei dir noch irgendwie Kohle, die ich abgreifen kann? Boah, dieser 70er Vorhang, der ist so genial. So, okay, nun lasse ich mal wieder raus hier. So, ciao, bis nachher, Bello. Klamotten gibt es hier auch nicht. So. Verbündete anrufen. Okay. L1 gedrückt halten. Da kann man Verbündete holen. Alles klar. Okay.
So, das brauchen wir jetzt aber nicht. So, ich nehme mal lieber wieder meine richtige, coole, eigene Karre hier. Hä? Das war doch unser Auto. Jetzt ist auf einmal nicht mehr unser Auto. Da sind wir doch letztes Mal mitgefahren. So, dann ist es jetzt wieder unser Auto. So, der ist nämlich cooler als diese komische Pickup-Mitresse da. Schöner 70er-Style. Der Sound ist ja einfach zu geil. Ach, jetzt müssen wir erstmal wieder zu ihm. Oh, Hallöchen, da bin ich wieder. Lincoln, du Jawohl. Bist ein erfreulicher Anblick. Das sag ich dir. Die Mädels sind frei. Alter, das war die Hölle auf Erden. Tut richtig weh, wenn man sieht, was diese scheiß Hinterwäldler treiben. Sobald ich diesen Jackson in die Finger kriege, ist das Ding gelaufen. Merle hat dem ganzen Hollow Zuhälter. Er setzt drauf, dass die seine Verluste wieder reinholen. Wenn du die umlegst, wird er im Club aufkreuzen. Sehr gut. Komm zurück, wenn du mit denen fertig bist. Ich kann dir bestätigen, dass Merle drüben im Club ist. Ich übernehme das Barrio jetzt! Jawohl! Dixie-Patrouillen aufspüren. Okay, schauen wir mal, wie viel wir noch diese Folge reinquetschen können. Okay, mein Lieber, bis gleich. Oh, jetzt ist inzwischen auch wieder hell. So, was können wir denn hier? Haben wir... Da gehen wir nochmal wieder zurück. Boah, der sieht ja auch nice aus in diesem schönen Gelb. Aber das ist, glaube ich, seine Karre. Die kann ich ihm nicht wegnehmen. Das wäre ein bisschen heftig. Aber da können wir, meine ich, auch eben hinlaufen. Das ist ja nicht so weit. Sportlich, wie wir sind. Gott weiß, dass ich auch meine Fehler gemacht habe. Aber ich stehe auch zu ihm. Vielleicht. So. Wobei, wenn ich da fliehen muss, ist es, glaube ich, schlauer, wenn ich mein Auto dabei habe. Ich nehme, glaube ich, doch lieber meine Höhle eben mit. Hä? Achso, shit. So. Falls eine Einheit in diesem Gebiet ist, fahrt doch mal vorbei und schaut euch das an. So. Da ist ja meine Höhle. Irgendwie sehen die alle gleich aus. Ups. Oh oh, muss mal ein bisschen aufpassen. Mann, nun bricht eure blöde Verhandlung wieder ab. Kein Bock hier verhaftet zu werden. Das liegt genau in dem Bereich drin. An alle Einheiten. So, endlich. Okay. Ich wiederhole. Suche einstellen und streifen diesen Fortsetzung. So will ich das sehen. Verpiss dich! Was soll der? Zieht er gleich ein Horn, mein Lieber. Wo müssen wir hier dann überhaupt hin? Ich glaube hier, ne? Hier rein? Oh, was ist hier los? Warum weint die? Hey Bros, was geht bei euch? So. Komm her. Wow!
Gib mir schnell eine Spritze. Spritze. Ich muss Großmunition wechseln. Das Jagen liegt uns im Blut. Und schwarze Vermöbel. Oh, was machst du denn? Oh, heilen. Nach oben muss ich. Ja, okay. Ja, alles klar. Mach heilen. Oh, super heftig. Was geht hier denn ab? So, nimm die Kohle mit. Einer ist da noch. Einen muss ich noch kalt machen hier. So, lieber schnell verpieseln hier. So. Bereit, in irgendeinen beschissenen Arsch zu treten. Komm her. So, mein Lieber, was willst du? So, jetzt müssen wir sehen, dass wir da wieder zu dem anderen. Ich laufe lieber mal, bevor ich nachher wieder einen Strafzettel kriege hier. Halten wir uns gleichzeitig fit hier. So, sind wir auch schon fast wieder da. Alles erledigt, mein Lieber. So, den haben wir kalt gemacht. Das läuft bei uns hier. Erfreulicher Anblick. Ja, das sag ich dir. So, wenn können wir den verbleibenden Geschäft entfernt. Rede mit der Stimme. Was will er denn jetzt von mir? Prostitution, ich nehme an. Er hat sich drüben in Perlers Laden verschanzt. Hab gehört, er ist stinksauer. Die Fresse von dem Arschloch würde ich ja jetzt zu gern sehen. Nur, dass wir uns verstehen. Sobald ich da drin bin, mache ich jeden Motherfucker platt, der mir über den Weg läuft. Yes! Nein, weint keiner eine Träne nach. Tu, was du für das Beste hältst. Wir sehen uns, Lavon. Jawohl. Erledige Merle Jackson. Und das machen wir das nächste Mal, meine Lieben. Für heute haben wir genug im Barrio aufgemischt hier. Ich bedanke mich bei euch fürs freundliche Zuschauen. Und wenn ihr Bock drauf habt, dann lasst doch bitte eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.